Yo Mois, willkommen zurück zum neuen Video. Und zwar, wie bereits angekündigt, habe ich ja letztes Mal gesagt, dass ich eben den zweiten Teil von Latest Pickup abdrehen werde. Und dann würde ich eigentlich direkt anfangen. So, also zum ersten Teil, ich meine, der ein oder andere, der sich damals das Video angeschaut hat, wo ich gemeint habe, yo, Samore, du Taliban, der hat den Hoodie damals wahrscheinlich schon gesehen, aber den hat man ja nicht ganz gesehen, weil ich den da nur so anhatte. Also das wäre der hier. Ich habe ihn mir damals über ASOS geholt. Aus welchem Grund auch immer. Ich hatte mal eine Zusammenarbeit mit denen, die heißen Granted LDN. Und ja, ich finde halt, das ist eigentlich einer von den Hoodies, die man eigentlich saugeil rocken kann, weil die auch so ein Oversized Fit haben wie Vetements so ähnlich. Und kostet jetzt auch nicht wirklich viel. Ich glaube so um den Huni oder so. Manche ist voll in Ordnung. Die Qualität ist eigentlich auch ganz nice. Ist halt jetzt ein gelber Hoodie, ist halt mal was anderes. Es gibt auch so ähnliche noch in schwarz, also also wer da Bock auf einen hat, der kann die gerne mal abchecken. So, dann mein zweites Teil, was ich mir auch noch geholt habe von Granted, war, ja, also wenn ich das jetzt so anhab, finde ich den Schnitt noch überwack, weil ich die Ärmel noch nicht gekürzt habe. Die fitten ziemlich lang, was ich nicht so geil finde. Aber was das T-Shirt wieder so spezieller macht, ist, dass da halt hier so ein Bändel runterhängt bis komplett nach unten hier, wie man sehen kann. Also halt komplett hier runter. Nochmal hier hinten. Finde ich, ist halt etwas Außergewöhnlicheres jetzt mal so. Also halt nicht so ein Basic Tee. Und ja, Stoff ist eigentlich relativ dick, auch gut verarbeitet. Und das wäre es auch zu dem Shirt gewesen. Den habe ich übrigens in einer M. Und also das Shirt habe ich in einer M und den Hoodie in L. Aber der hätte mir wahrscheinlich auch in M gepasst. Aber ich hatte keinen Bock, den Dreck wieder zurückzuschicken, deswegen habe ich ihn dann doch behalten. Und ja, wie bereits angekündigt, ich habe mir jetzt doch eine Lederjacke geholt, habe mich jetzt für die von Favela entschieden, weil ich jetzt mit einigen Leuten Kontakt hatte, die die eben jetzt auch haben, beziehungsweise schon etwas länger, und die meinten eigentlich, dass die Qualität von der so krass ist, und ich kann es auch nur bestätigen. Ich habe mir die da geholt, als es dieses 2-Jahres-Special gab. Wo die 50% hatten, also ich habe 300 Euro für die gezahlt. Finde ich echt ganz angemessen. Ist eigentlich, wie schon gesagt, so gut verarbeitet. Leder ist eigentlich auch ganz nice. Und ja, habe ich jetzt in der XL genommen. Fittet jetzt nicht so krass groß. Also ja, wer da größer ist wie 1,85, 1,90 und über 80, 85 Kilo wiegt, da würde ich dann doch auf eine andere umsteigen. Und ja, das wäre es eigentlich zu der Jacke dann gewesen. So, dann schon zu meinem nächsten Teil. Man kann eigentlich nicht wirklich viel dazu sagen. Das habe ich mir aus einem Vintage Store geholt. Und ja, ich habe mir das eigentlich deswegen geholt, weil ich mir dachte, ich habe keinen Bock, 800 Euro aufwärts für dieses Faith Connection Hemd zu zahlen. Der ein oder andere wird es wahrscheinlich kennen. Ich blende es euch mal hier oder hier irgendwo ein. Ja, was habe ich für das scheiß Hemd gezahlt? Ich glaube, ein 20 oder so. Also im Endeffekt so gut wie nichts. Dachte aber am Anfang, dass es eigentlich rot-schwarz ist, ist aber jetzt irgendwie rot-dunkelblau. Finde ich eigentlich trotzdem ganz geil, hat einen leichten Oversized-Fit und ja, ich meine, mit dem kann man nichts falsch machen. So, dann zum nächsten Teil. Den habe ich zugeschickt bekommen. Ich hatte ja schon den schwarzen eben, den Half-Zip von New Slaves. Der ein oder andere wird auch wieder die Marke kennen von Samore, dem Taliban, und ja, habe ich jetzt in der XL genommen, fittet eigentlich ganz geil. Samore hat die, glaube ich, auch in der XL. Und ja, also ich kann jedem nur die Marke ans Herz legen. Die haben echt saustarke Qualität und die Preise sind jetzt auch eigentlich recht angemessen. Ich meine, ich glaube, dass der 85 Euro kostet bei Represent oder so. Zahlst du für so ein Ding, glaube ich, 130, 140. Ja, also wie gesagt, ich kann dem jedem nur ans Herz legen, und falls noch jemand eine Cap oder so sucht, dann haben die hier einmal, ich glaube, die habe ich damals auch schon vorgestellt, eben so eine ganz normale Basecap, eher so aus Stoff, und nochmal dieselbe in Suede. Und ja, wer das letzte Video sich angeschaut hat, da weiß eigentlich meine Meinung dazu. Ja, ist halt sau stark verarbeitet. Ich meine, 35 Euro für eine Cap ist zwar schon mehr oder weniger eine Stange Geld, aber ja, die Qualität spricht halt nur für sich. Und Pfirsich spricht die. Und ja, das wäre es dann auch zu den zwei Caps gewesen. So, dann zu einer Hose.
Ja, ich weiß gar nicht, wieso ich mir die geholt habe, jetzt im Nachhinein. Ja, wäre so eine alte Favela-Hose mit so einem Biker-Muster hier an den Beinen. Und ja, ich habe mir die eigentlich nur geholt, weil ich die eigentlich mit meinen Viads rocken wollte, weil ich die auf einem Bild gesehen habe, wo ich den Fit geisteskrank fand. Kann ich auch mal irgendwo hier oder so einblenden. Und ja, hat halt diesen Waxed-Look, was ich eigentlich ganz geil finde, was die Hose wieder etwas spezieller macht. Und ja, ich meine, die 90% von euch wird wahrscheinlich Favela kennen. Man kann eigentlich an den Hosen nicht wirklich was aussetzen. Habe ich von einem guten Kumpel von mir abgekauft und dachte mir, warum nicht? Dann schon zu meinem letzten Teil, bevor ich mit den Schuhen starte. Das wäre eine Cap, die wäre von Ethan Studios. Die gehört einem guten Kumpel von mir, den seinem Kumpel. Und ja, ich dachte mir, für die kann man ruhig mal Promo machen. Und ja, ich weiß nicht, dieses Zeichen erinnert mich irgendwie an dieses Zeichen von Gianni Mora. Also von der gleichen Marke eben, wo meine andere Cap ist. Und also die, was ich gerade aufhab eben. Ja, kann ich auch irgendwo mal hier einblenden. Ja, ich finde den Spruch eigentlich ganz nice, Players die alone. Und dieses Zeichen fand ich krass, die ist eigentlich auch sehr stark verarbeitet. Ihr könnt die auch mal abchecken. Der hat noch 3 oder 4 andere Caps, glaube ich. Ich verlinke die euch auch mal unten. Und ja, wer Caps sucht, kann ich euch nur ans Herz legen, entweder New Slaves oder Ethan Studios abzuchecken. Da werdet ihr mit Sicherheit fündig. So, dann zum nächsten Schuh. Das wäre der Club C85 Vintage. Den habe ich vom Good of Front abgekauft. Spaß beiseite. Also ja, den habe ich wirklich von einem guten Kumpel von mir. Und was halt an dem speziell ist, ja, ich habe mal letztens geguckt, wenn man das in Google sucht, man findet da zwar welche, aber das ist erstens das Frauenmodell und zweitens haben die da meistens hier diese Schrift eben in Blau. Und ja, was soll man zu dem Schuh sagen? Ich bin bei dem Schuh zu Size gegangen, fittet mir perfekt. Er meinte, den gibt es so gut wie gar nicht mehr. Er hat jetzt den aus einem Store irgendwie in Spanien oder so, keine Ahnung. Und ja, also dieser Schuh für 115 Euro oder was der gekostet hat oder ein Huni, ich keine Ahnung, ich weiß nicht, was der Retail kostet. Ja, übergestört verarbeitet, meiner Meinung nach, ist sau weich, das Leder ist übertrieben weich. Aber er meinte, er verkauft ihn mir, weil er ihn einfach nicht rockt und er weiß nicht, was er mit dem Schuh machen soll. Und dachte mir, ja, ich schlag einfach zu. Bei dem Schuh kann man nichts falsch machen. Und das wäre es dann zum ersten Paar gewesen. So, dann schon zum zweiten Schuh. Das ist jetzt eher mehr oder weniger, ja, speziell. Jeder kennt den ausgelutschten Air Force One. Aber das ist jetzt der Air Force One Special Field in dem Triple White eben. Ich habe ewig lang nach diesem Air Force eben gesucht, aber nicht speziell nach der Farbe, sondern nach so einem Beige, der auch mal released ist. Aber der war in Deutschland, soweit ich weiß, nur irgendwie in Frauengrößen erhältlich und die kleinste hätte mir dann doch nicht gepasst. Die größte Größe hätte mir dann doch nicht gepasst. Und ich weiß nicht, ich habe da mein eBay geguckt, weil woanders findest du die nicht. Da zahlst du 600 aufwärts, also das ist echt geisteskrank, was der Wert ist. Und ja, dachte mir halt, ja, jetzt hole ich mir nicht in so einem beige-grau, sondern halt in ganz weiß. Und ja, ich finde den Schuh an sich übertrieben krass, finde auch, dass der ganz geile Details hat. Er ist mega weich, mega gut verarbeitet. Hatte den jetzt bis einmal, also jetzt nur einmal bis jetzt angehabt. Und ja, das halt zu Hause, weil ich ihn bis jetzt noch nicht gerockt habe. Ich habe ihn noch nicht so lang. Aber ja, so vom Laufgefühl zu Hause, übertrieben weicher Schuh, kann ich auch nur jedem ans Herz legen, der mal Bock hat auf einen etwas anderen Air Force. Und ja, das wäre es dann zum vorletzten Paar gewesen. So, und dann schon zu meinem letzten Paar, das wären eben wieder diese Rick Mastodon, die ich wahrscheinlich, ja, was heißt wahrscheinlich, die habe ich ja im letzten Latest Pickup auch vorgestellt. Die habe ich mir damals eben in diesem Triple Black geholt und jetzt ist eher so eine Creamfarbe, ja. Hatte ich gestern an, es fittet mir besser. Ich bin in dem jetzt True to Size gegangen, bin bei dem anderen eine halbe runter. Also bei dem auf jeden Fall True to Size gehen, wenn ihr einen etwas chilligeren Fit haben wollt. Und ja, an sich halt auch wieder was anderes halt mit dieser hohen Sohle, also so diese Oversize-Sohle wie bei dem McQueen. Und ja, ich kann da eigentlich nicht mehr viel dazu sagen. Wie gesagt, wie immer, falls ihr aus dem Latest Pickup irgendwas genauer wissen möchtet von irgendeinem bestimmten Teil, dann könnt ihr das unten in den Kommentaren da lassen und halt der Maul. Und ja, dann würde ich eigentlich schon sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr wie immer gerne einen Daumen nach oben da lassen.
Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein!